Die Justizkommission, die ihr Mitglied seid, gibt das Dossier ans Büro vom Grossrat weiter, der Wahlbetrug, der ja schon lange ein Thema ist. Warum? Also, der Wahlbetrug hat stattgefunden, das bestreitet niemand. Die Frage ist einfach, wie kann man das flicken? Und die Justizkommission war eigentlich zuständig, zu beurteilen, ob das Wiedererwägungsgesuch oder das Revisionsgesuch rechtzeitig ist eingegangen und ob neue erhebliche Tatsachen vorhanden sind, was dazu führen, dass man die Wahlen müsste aufheben oder was auch immer. Die Justizkommission hat bereits im November dem Parlament den Antrag gestellt, nicht einzutreten auf das Dossier, weil man hier in der Kommission Meinung vertreten hat, die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Das heisst, es sind keine neuen erheblichen Tatsachen aufgetreten, die das gerechtfertigt und den Entscheid vom Grossrat aufzuheben. Ist es vor allem das Urteil vom Bezirksgericht, auch das strafrechtliche Urteil, das ja fix ist, was sagt, man hätte nicht mehr genau können sagen, wo die Stimmen gegangen sind? Ist das so ein bisschen das Damoklesschwert, dass man nicht zum anderen Schluss kommen kann als Justizkommission? Nein, das absolut nicht, weil das ist eigentlich schon die materielle Folge vom formellen Eintreten, wenn man eingetreten hat. Formell prüfen sind die Voraussetzungen prüfen, dass man eintreten kann. Und wir sagen, wir treten nicht ein, aus diesen und diesen rechtlichen Gründen, dann prüfen wir eigentlich das andere nicht mehr. Also das Urteil vom Bezirksgericht ist natürlich hilfreich gewesen für jetzt die Begründung. Das ist eigentlich eine Unterstützung war, aber nicht matchentscheidend war für einen Einentscheid. Hat es Fehler gegeben, dass man die Wahl eigentlich nie hätte validieren sollen als Kantonsparlament? Den würden wir heute gar nicht mehr so diskutieren. Emotional, politisch und auch juristisch. Es ist ja so ein bisschen ein Mischmasch, was alles so ein bisschen schwierig macht, oder? Ja, als Jurist muss ich sagen, das ist eine Rechtsfrage, wo schlussendlich ein Richter muss entscheiden oder sollte entscheiden, oder? Also, die Frage zu beantworten, bringt es eigentlich so oder so nicht viel. Bringt es nicht weiter. Neuwahlen lehnt ihr euch ab als Justizkommission. Warum schlussendlich? Ist das vor allem der finanzielle Aspekt? Also ich komme wieder zurück. Wir haben formell entschieden, nicht einzutreten. Und Neuwahlen haben wir eigentlich nicht explizit in dem Sinn zurückgeschoben oder abgelehnt. Nicht? Wir treten einfach nicht ein, weil Voraussetzungen nicht gegeben sind. Ist ein bisschen das Problem jetzt, dass ein Image-Schaden ist von dem Wahlbetrug vom Polizeisystem. Rechtlich habt ihr auch entschieden, es sind die Spielregeln, die das Parlament auch gibt. Aber politisch müsste man da irgendeine Lösung finden. Für auch eine schwierige Situation war die letzten Monate in der Justizkommission. Weil vor allem von Seiten der CSBO sind ja schon heftige Vorwürfe gekommen an die Justizkommission, oder? Ja gut, die sind zum Teil aber sehr politisch und nicht juristisch. Oder ich habe einfach in dem Dossier von Anfang an eine juristische, sachliche Meinung vertreten und nicht eine politische. Wenn ich der SVP, wenn ich Mitglied bin von der SVP, ich habe da nicht das Wasser auf Mühle von der SVP geleitet. Ich habe probiert als Jurist zu erklären, den Mitgliedern, die nicht Juristen sind, was berücksichtigen ist und nicht. Politisch ist das und moralisch ist das eine andere Frage. Nicht. Natürlich hat das Unrecht stattgefunden und das ist stossend und das ist nicht recht, oder? Aber wir haben Spielregeln und mit diesen Spielregeln, die wir jetzt zur Verfügung haben, können wir das nicht ändern. Das Büro vom Grossrat, kann das noch etwas daran ändern? Oder ist das auch schwierig, weil die Spielregeln sind ja auch da eigentlich klar? Also es ist schlussendlich nicht das Büro, das etwas ändert, aber das Büro hat jetzt das Dossier und schaut jetzt so, ob unsere Begründung richtig ist oder nicht. Ich werde das im Moment prüfen und dann nachher mit einem entsprechenden Antrag ans Parlament gehen. Und das Parlament wird dann nochmal entscheiden müssen, was man jetzt macht. Also lass weiter, es ist noch nicht fertig. Nicht? Es wird also politisch noch ein Schutz so weitergehen, habt ihr das Gefühl? Ja, ich nehme jetzt mal an, es geht politisch weiter und es wird dann noch rechtlich weitergehen. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie man da entscheidet im Parlament, dass da irgendeiner oder andere das noch juristisch will, abgeklärt zu haben, dann ans Bundesgericht geht. Nicht? Aber wenn man dann ans Bundesgericht geht, muss man davon ausgehen, dass der Entscheid nicht in einer nützlichen Frist kommt, für eine Neuwahl zu machen. Also ist eigentlich jetzt viel Zeit schon vergangen? Das kann man euch so sagen, das ist eine subjektive Beurteilung, nicht? Aber ich habe eigentlich das seit
in der Pressekonferenz schon mal gesagt, wir haben eigentlich sauber kommuniziert. Von Anfang an gesagt, wir warten den Entscheid ab. Und sobald der Entscheid da ist, die wir eine Überlegung auf den Tisch. Und so haben wir es auch gemacht. Und ich kann vielleicht hier sagen, wir haben es nicht leicht gemacht. Wir haben x harte Diskussionen gehabt. Und es ist ja so, dass in der Justizkommission auch viele Leute teilen, wie der Wähler auf der Straße nicht und vor allem das Unrecht gesehen haben und nicht die juristische Lesung, die das Gesetz anbietet. Ist das allgemein ein bisschen das Problem gewesen? Er hat das in einer Medienkonferenz auch so ein bisschen betont. Man muss sagen, die Emotionen, das Emotionale, das Politische und das Juristische trennen haben. Das hat Schuppolit nicht gemacht in den Medien, aber auch im Grossratssaal, wenn man so noch November zurückdenkt, ist ja das doch ziemlich eine heftige Auseinandersetzung gewesen, teilweise. Also im Grossrat wird vor allem politisiert, das wissen wir, und politische Entscheidungen sind nicht immer kompatibel mit den juristischen. Und die Medien haben ihre eigenen Regeln, nicht? Die Medien, die gehen immer auf den Punkt oder auf den Mann, das was interessiert, das was können verkaufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da in der Zeitung eine längere juristische Abhandlung steht, wie das Gesetz liest oder wie es die Rechtsprechung liest. Das ist ja so am Rand vielleicht ein Satz zwei, das ist aber nicht die Aufgabe von den Medien, Jurisprudenz zu betreiben. Allgemein, wenn man das ganze Dossier anschaut, die Glaubwürdigkeit ist sicher nicht gestärkt von der Politik, auch wenn man ja formell eigentlich nichts falsch gemacht hat. Das sehe ich ganz anders. Nicht? Durch das, dass die Justizkommission sich an einem Rahmen vom Gesetz gehalten hat und das Pickel hat, vertreten hat, bis zum bisschen Ende, hat eigentlich die Glaubwürdigkeit nicht gelitten, sondern im Gegenteil, sie hat gewonnen. Super.